Also zur Frage, wie ich zu Walser gekommen bin, kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich zu Walser, glaube ich, gekommen bin über meine momentane persönliche und professionelle Situation. Dadurch, dass ich in die Schweiz kam ohne Job und jetzt hier mich eben auch nicht umsehe nach Arbeit, weil ich eigentlich meine eigene Arbeit machen möchte. Und dabei bin ich aufs Robert-Walser-Zentrum gestoßen, weil die Personen gesucht haben, die eben während diesen 3 Monaten jetzt da in Biel sind, beim Thomas Hirschhorn, und hier eigentlich aushelfen. Was ich schon gemacht habe, ist, dass ich mich dann eben eingelesen habe in Robert Walser. Und das war eine interessante Erfahrung, weil ich Robert Walser zum letzten Mal gelesen habe in meiner Schulzeit. Und das liegt mehr als 20 Jahre zurück. Und er hat mich damals nicht besonders beeindruckt. Und heute natürlich gehe ich ganz anders an seine Arbeit heran, an sein Werk. Und habe aber beim Lesen auch gemerkt, dass er mich immer noch nicht besonders beeindruckt. Und vor allem, weil er mit seinen Themen mich nicht angesprochen hat. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, aber warum lese ich ihn trotzdem gerne? Und dann habe ich festgestellt, dass er zwar nicht explizit Themen anspricht, die mich in meiner beruflichen Entwicklung sehr beschäftigen, sondern dass er eben immer wieder Themen aufbringt, scheinbar ganz, oder eben ganz unscheinbar eigentlich, die mich selber beschäftigen in meiner Arbeit. Und über diese Themen habe ich jetzt auch in meinem Vortrag heute gesprochen. Und das sind Themen, die eben ansprechen, dass Walser selber sich immer gewehrt hat gegen die Institutionalisierung von seinem Schreiben oder seiner Arbeit. Und dass er eben eigentlich, ja, sich eigentlich herausgeschrieben hat aus der institutionalisierten Literatur. Und das kommt eben nicht nur vor, das erscheint eben nicht nur sozusagen darin, dass er einerseits nicht vielleicht besonders erfolgreich war, sondern es erscheint eben auch inhaltlich in seinen Büchern. Und das macht er über die Themen von Ignoranz, Dummheit, Nichtwissen, und auch über die Elemente von Humor, Parodie, Ironie. Und das waren, alle diese Themen waren das, was mich im Endeffekt Walser näher gebracht haben, weil das eben Themen sind, die mich in meiner wissenschaftlichen Praxis als Literaturwissenschaftlerin und Kulturanalytikerin eben beschäftigt haben seit Jahren und eben auch dazu geführt haben, dass ich die Universität, also die Institution der Wissensproduktion, der höheren Bildung verlassen habe, um eben mich auseinanderzusetzen damit, was das denn eigentlich heißt, Wissen zu produzieren unter ganz bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingungen sind immer geprägt von Machtverhältnissen. Und ich könnte mir vorstellen, und das habe ich jetzt in dieser Auseinandersetzung mit Robert Walser, habe ich schon den Verdacht, dass es so war, dass er sich sehr wohl mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dass, und zwar nämlich mit den Bedingungen des Produzierens von Schreiben, Sprache, Literatur oder eben Wissen, und dass er mit diesen Bedingungen nicht glücklich war. Dass er sich vielleicht eben versucht hat, diesen Bedingungen zu entziehen. Und das hat er dargestellt in seinem Schreiben, unter anderem über diese Figur des Dummen. Und diese Figur des Dummen, die hat er eben fast bis zum Exzess immer in verschiedensten Büchern, aber ganz extrem im Jakob von Gunten eben herausgebracht, der eben von sich selber ganz häufig sagt, ich bin ein Dummkopf, ich werde es zu nichts bringen und eigentlich, wofür brauchen wir eigentlich diese ganze Bildung, wozu brauchen wir überhaupt Überlegungen und Verstand und Wissen, geht es nicht sehr viel mehr darum, uns auf unsere Erfahrungen zu berufen, und einmal sagt er, das Leben besteht eben mehr aus Wallungen als aus Überlegungen. Und also er hat eben einen ganz spezifischen Bezug hergestellt zu dieser Idee, sich dem institutionalisierten Wissen oder den Bedingungen, die herrschen, um dieses Wissen produzieren zu können, eigentlich entgegenzustellen, glaube ich.
indem er vielleicht diese Figuren entwickelt hat, diese eben eigentlich nicht widerständigen Figuren, das waren keine Rebellen, das waren keine Aufmischler, sondern das waren eben Figuren, die sich selber als dumm bezeichnet haben, als ignorant vielleicht, und die damit möglicherweise für Walser etwas ausdrücken konnten, womit er selber beschäftigt war. Das ist eine Theorie von mir. Und was ich gemacht habe in meinem Vortrag, ist eben, dass ich diese Idee des Nichtwissens oder des Unwissens nicht als eben einfach die Negativität von Wissen oder Kenntnis oder Wissenschaft gedeutet habe, sondern eben im Sinne von einer aktuellen Entwicklung in der postkolonialen Theorie und in der queeren Theorie, das Unwissen als ein produktives Element eigentlich betrachtet habe, sogar möglicherweise als ein politisches Element. Und zwar politisch im Sinne von Wissenspolitik, im Sinne von kritischer Pädagogik. Und wie habe ich das versucht umzusetzen? Ich hab eine Theoretikerin, einen Theoretiker hergenommen, Judith Jack Halberstam, die eben in ihrer Arbeit beschreibt, eine Theorie, das Streben in Richtung einer Theorie, die sie Low Theory nennt, also niedrige Theorie. Und das Bestreben dieser niedrigen Theorie soll eben sein, alternatives Wissen hervorbringen zu können. Und dieses alternative Wissen kann nicht innerhalb der bestehenden Machtstrukturen gefunden werden, sondern das muss sozusagen im Kleinen, im Alltäglichen, im scheinbar Unbedeutenden gefunden werden. Und hiermit beschreibt Halberstam interessanterweise eben Low Theory auch als eine Art Spaziergang, auf den man sich begeben muss, um sich verlieren zu können, um sich verirren zu können und um einen Umweg machen zu können, um die bestehenden Wissensproduktionsbedingungen. Und diese Low Theory habe ich sozusagen angewendet auf Robert Walsers Arbeit und habe in den Raum gestellt, dass Walser möglicherweise sich hätte identifizieren können mit dieser Low Theory. Und dann habe ich auch einen Hinweis gefunden darauf, dass ein Walser-Experte eben bei Walser sehr wohl dieses Phänomen beschrieben hat und es sogar kleine Theorie genannt hat. Und das finde ich doch recht erstaunlich, weil nicht nur gibt es eben sehr viele Überschneidungen zwischen Halberstam und Walser, obwohl sie ja zeitlich sehr weit auseinander gelebt haben und sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt haben, aber es ist sogar so, dass eben gute Walser-Kenner scheinbar diese kleine Theorie bei Walser auch erkennen können. Und die kleine Theorie bei Walser findet eben unter anderem über diese Figur oder das Konzept des Unwissens statt. Was kann ich noch sagen? Also ich finde es spannend, du schneidest ja. Ganz noch ein bisschen so neue Felder an. Mhm. vielleicht, wo ich noch ein bisschen hängen geblieben bin, bin ich bei dem Politischen. Also inwiefern, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, inwiefern kann Unwissenheit, vielleicht habe ich das total falsch verstanden, aber ich habe es irgendwie so verstanden, dass Unwissenheit auch gewisse Form von politisch sein kann, oder vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Ja, das ist eine gute Frage. Also, was ich schon unterscheiden würde, ist, und das habe ich auch unterschieden in meinen bisherigen Überlegungen, ist, dass ich diese Theorie des Unwissens oder diese Low Theory nicht unbedingt als Gesellschaftspolitik bezeichnen würde. Und diesen Anspruch hat sie, glaube ich, auch nicht. Sondern ich würde sie als Wissenspolitik bezeichnen. Das bedeutet so viel, als dass innerhalb der Institutionen, die als wissensproduzierend gelten, eben eine Veränderung stattfinden soll. Also eine Wissenspolitik hat es
hat zum Anspruch, bestehende Strukturen innerhalb derer Wissen produziert wird, zu hinterfragen und sie in den Raum zu stellen und sie möglicherweise auch zu verändern. Und in diesem Sinne sehe ich eben also das Konzept des Unwissens als politisch, eben im wissenspolitischen Sinne, als dass es eben ein Element ist, das oft als rein negativ gesehen wird, als sozusagen negative Seite des Wissens. Und was Halberstam macht, und meiner Meinung nach Walzer auch vielleicht in seinen literarischen Texten möglicherweise gemacht hat, ist eben das Unwissen ernst zu nehmen. Und zwar nicht im Sinne von zu sagen, ja, wir müssen uns alle wie Dummköpfe verhalten und am besten lernen wir gar nichts, weil das schadet uns nur, sondern vielmehr im Sinne von davon zu sagen, vielleicht wissen wir einfach über viele Dinge nichts, die eigentlich bedeutend sind. Und dass wir sozusagen Beachtung schenken diesen Dingen, über die wir nichts wissen. Und bei Walzer kann man das ganz deutlich sehen, glaube ich, in diesen ganz kleinen, feinen Beschreibungen, die er immer macht und immer sich bezieht auf das Unscheinbare, auf das Kleine, wo er ganz, ganz genau hinschaut und über seine Sprache eigentlich sehr wohl ein Wissen hervorbringt, das aber nicht eben, nicht einmal in seiner Zeit und auch später nicht sehr anerkannt war, als literarisches Wissen zum Beispiel, das aber ein Gefühl hinterlässt und das Bedeutungen schafft, neue Bedeutungen schafft, die vorher komplett ungeahnt waren, weil sie sich eben außerhalb des mächtigen Wissens sozusagen verhalten. Und insofern würde ich sagen, ist eben dieses Konzept des Unwissens politisch, inwiefern es dann gesellschaftspolitisch sein kann, darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Andererseits die postkoloniale und die queere Theorie sind ja beides Theorieansätze, die sich immer mit sozialen Unterdrückungen beschäftigen und die eben immer auch politische Interessen haben. Also die sozusagen immer auch versuchen, Ungleichheiten aufzuzeigen, sie zu kritisieren und sie möglicherweise abzuschaffen oder zu verhindern. Und insofern ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade diese Theorien, die eben gesellschaftlich sehr interessiert sind, daran auch politisch etwas zu verändern, sich mit dieser kleinen Theorie auseinandersetzen. Also wäre da wahrscheinlich schon ein Bezug möglich. Genau. Aber ich glaube, was bei der kleinen Theorie und bei diesen alternativen Wissensproduktionspraktiken hauptsächlich wichtig ist, ist, dass sie eben nicht unbedingt auf der Ebene der Mächtigen stattfinden, sondern dass sie eben auf der kleinsten Ebene der Gesellschaft stattfinden können, und zwar überall. Und dass das wahrscheinlich sogar das Wichtigste daran ist. Und dass, ob es die Mächtigen je erreicht oder ob es die Institutionen der Universitäten oder der Museen oder der Schulen je erreicht, ist in Frage zu stellen. Wäre natürlich wünschenswert, aber ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil wichtig ist in erster Linie, dass diese kleine Theorie überall stattfinden darf. Genau, dass diese Orte auch potenziell überall existieren.